Bob, du bist süß. Und jetzt kommen wir zum süßen Dessert. Was machen wir? Ja, wir machen jetzt marinierte Erdbeeren mit einem Limettenminzschmand. Das hört sich gut an. Vanille, brauner Zucker, nur feine Zutaten. Okay. Und? Was machen wir jetzt? Wollen wir anfangen? Ja. Ja, also als erstes vierteln wir die Erdbeeren. Ja. Ne, oben grün ab, vierteln wir die Erdbeeren. Dann werden wir in den Schmand, den wir ja schon vorbereitet haben, ein bisschen Zucker reinstreuen, Vanillemark aus der Schote raus, super, ganz frisch. Dann Limette halbieren, bisschen Schale vorher noch rein, dann halbieren wir sie und dann pressen wir schön ein bisschen Saft noch dazu, schön durchmengen und schon ist es fertig. Ganz einfach. Ich bin gespannt. Aber lecker. Ja, ich bin gespannt. Lass uns loslegen. Hier oben abschneiden, ne? Genau. Und halbieren. Halbieren. Ja, halbieren und reicht. Rein da. Ja. Okay, machen wir. Die großen möchte ich vielleicht vierteln. Genau. Dann mache ich parallel mal den Schmand fertig. Ja, ich brauche hier ein bisschen. Okay, da habe ich hier so eine Reibe. Ne? Ganz was Feines. Dann können wir jetzt so ein bisschen Schale reinreiben. Ja. Ist immer schön. So. Brauchen wir den ganzen Topf? Nee, ne? Nein. Wir machen jetzt für uns 20 Leute hier. Okay. So. Schön den Saft dabei. Reicht schon. So. Dann die Vanilleschote. Ja, wie macht man das? Das zeige ich jetzt. Eine hinausnehmen. Ja. Und wichtig ist, ganz wichtig ist, die Vanilleschote nicht wegschmeißen anschließend, sondern schön, wenn man zu Hause so ein kleines Wegglas hat, mit Zucker da reinlegen. Mhm. Dann macht man sich zu Hause direkt Vanillezucker. Ja. Und den kann man hinterher schön zum Backen benutzen und alles. So, und das wird jetzt hier in der Länge aufgeschnitten, guck. Dann wird das hier hingelegt. Dann schön das Mark daraus. Ja. So. Okay. Siehst du? Vanillemark. So. So. Ne? Das haben wir jetzt alles hier drin. So. Also die gut zur Seite legen, die Vanilleschote. Ja. Ist auch teuer, ne? Also wenn man sich sie einmal kauft, ist das super. Und wenn man sich selber den Vanillezucker machen kann, lohnt sich das alle Male wieder. So. Jetzt vermengen wir das erstmal ein bisschen. Ich möchte es aber ein bisschen cremiger haben, ne? Damit man das gleich schön drüber machen kann. Deswegen nehmen wir die Sahne dazu. So dabei. Ein bisschen braunen Zucker. Ich liebe braunen Zucker. Ich koche nur mit braunem Zucker. Nur brauner? Ja. Weil der braune hat immer so einen karamelligen Geschmack noch. Ja. Jetzt braucht man die Minze dazu. Die ist hier. Wo hast du die? Hier. Ah, da ist sie. Okay, dekoriert. Jawohl. Hier so ein bisschen runter. So, die zupfen wir jetzt ein bisschen hier ab. Ja, die Blättchen. So. Was macht eigentlich Wuppertal für dich aus? Für mich? Ja. Ja, also wir sind Wuppertaler, sind ja eh schon alle so ein bisschen speziell, aber ich mag sie trotzdem, auch wenn sie so ein bisschen Puffelsmutzen sind, ne, so wie man das ja hier sagt. Und ja, halt das Bergische, man ist überall direkt, und das Grüne, man kommt schnell in andere Städte. Ja, aber ich mag so, weiß nicht, ich bin hier geboren und ich mag so, wie es ist. So, ich habe meinen Schmand fertig hier. Meine Erdbeeren natürlich. Du deine Erdbeeren auch? Ich bin da eher der Gemütlichere. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau. So. Ja, ich finde das super. Gut. Wenn man das jetzt mal abgesehen von uns beiden zu Hause kocht, was glaubst du, wie lange braucht man jeweils für die einzelnen Bereiche? Ja, also da man alles super vorbereiten kann, ist man in der Vorbereitung so bisschen geübt und anderthalb Stunden fertig. Super. Reicht das? Dann haben wir das doch. Oh, super, perfekt. Da machen wir jetzt nichts dran an Zucker. Die sind so süß, haben wir ja gerade probiert. Die sind so lecker. Super. Deswegen machen wir da gar nichts dran. Ja. Ich finde die pur sowieso immer am besten. Ist auch, oder? Ich esse die auch einfach so. Dann hat man auch den Geschmack im Mund, so wie es sich perfekt gehört. So, und jetzt? Schön, jetzt können wir eigentlich mal so einen Teller anrichten. Und dann sind wir mit dem Dessert auch durch. Dann sind wir mit dem Dessert und dann fertig. Dann können wir eigentlich gleich alle zusammen lecker essen. Genau, na? So machen wir das auch. Okay, prima. Dann machen wir das. Mit dem Kochen sind wir fertig. Jetzt wollen wir essen. Das Essen steht auf dem Tisch.
Ja, dann schauen wir mal. Guten Appetit.